Wir machen natürlich jetzt auch noch für die ganzen Coolen, die sagen, ja, aber du musst schon einen FN holen, machen wir einen 5% Roll. Ich sag immer 1%, weiß ich warum. Bin ein bisschen durchgepeitscht. Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Runde Case Opening auf Zero Skins Try Your Luck. Heute machen wir die 1-Dollar Case auf, um den direkten Vergleich zu haben zum letzten Mal bei der 1-Dollar Exploration. Davor kommt aber natürlich wie immer der Disclaimer, dass Glücksspiel ab 18 ist, diese Gambelei hier ist Glücksspiel. Ihr müsst also 18 sein, wenn ihr mitdaddeln wollt. Ihr müsst euch selbst unter Kontrolle haben und euer Geld unter Kontrolle haben. In der Videobeschreibung ist das Hilfetelefon verlinkt, da kann man anrufen, falls man Probleme hat mit dem Glücksspiel oder falls jemanden kennt, der Probleme mit dem Glücksspiel hat. Achtet bitte auf euch, vielen Dank. Achso, und ich spiele hier mit dem Geld der Seite und nicht mit meinem eigenen Geld. Also denkt daran. Ich hämme hier nicht einfach Geld weg, sondern ich habe hier praktisch Spielgeld bekommen. Die Verlinkung, um im Video hin und her zu springen, findet ihr hier unten in der Timeline. Einfach durch mit der Maus drauf und dann seht ihr schon, ah ja, okay, da hat er die Einleitung gemacht, da hat er dann angefangen zu gamblen und so weiter und so fort. Kommen wir nun also zum nächsten Punkt, und zwar, wie man die Seite korrekt nutzt. Ihr geht in die Free Case rein und guckt, was ihr bekommt. Vielleicht ist es ja was Leckeres. Danach klickt ihr aufs Benefit Center und öffnet da die Daily Case. Dann klickt ihr hier einfach auf View Details. Dann öffnet sich eine externe Seite. Dort kann man seine Daily Case aufmachen. Vielleicht habe ich heute Glück. Hallo? Na also, bis jetzt habe ich hier immer nur Kleinkram bekommen. Ich habe das höchste waren 50 Cent. Ah ja, wow, wahrscheinlich 10 Cent? Ah, 50, na immerhin. 0,5 Coins, das sind 50 Cent. Ich confirme und könnte mir das auszahlen lassen, und zwar hier unten. Hier sieht man meine letzten Gewinne übrigens. 0,5 war jetzt nicht allzu, obwohl doch, es ging. Wenn ich mir das auszahlen wollen lassen würde, drücke ich auf Try Task und kann dann hier im nächsten Fenster 3 Coins einzahlen. Dann hätte ich also 3 Coins und 50 Cent schon mal gut geschrieben auf meinem Konto. Darüber hinaus bekomme ich dann nochmal, man sieht hier im Task Center bei der Daily Task, dass ich hier nochmal mindestens 30 Cent dazu geschenkt bekommen hätte, weil ich heute 3 aufgeladen habe. Also wäre ich dann schon bei 3 Coins und 80 Cent oder mehr. Hier steht Minimum. Man kann also davon ausgehen, dass es auch mehr geben kann. Und sobald man das gemacht hat, also diese 3 Coins ja eh schon eingezahlt hat, kann man auch zu uns in den Giveaway Room reinkommen. Man klickt einfach auf Giveaways, danach auf Stream Room, dann auf meinen, der ist glaube ich hier, yes, auf Join Room und gibt hier oben den Code Bubbler ein. Bam, und schon seid ihr drin. Genug schnabuliert, wir gehen jetzt in unsere 1-Dollar Case rein, das ist diese hier. Wir haben letztes Mal angetestet, nein, vorletztes Mal angetestet und geschaut, was die so kann. Und wie gesagt, der direkte Vergleich findet zwischen dieser Case und dieser Exploration statt. Hier bin ich letztes Mal mit genau 100 rein, das werden wir heute auch machen. Mit genau 100 bin ich hier reingegangen und habe Folgendes rausgeholt, und zwar diese beiden Dinge, 149. Also ich habe 49, sagen wir mal 50 Dollar plus gemacht. Jetzt schauen wir, ob oder wie viel plus oder minus wir jetzt hier in dieser Case machen werden. Wir denken also dran, wir haben genau 160 Dollar am Start, also bei 60 Dollar hören wir auf reinzudrücken. Kleingemüse werde ich auf jeden Fall immer wieder weglegen. Wenn so eine Code Red kommt, klar, die kann man mal behalten, aber so overall werde ich, glaube ich, die Sachen hier hinten nicht behalten. Also wir öffnen hier jedes Mal auch schön mit Animation, so ein bisschen für den, für den Nervenkitzel, und jetzt gucken wir halt mal, was passiert. Vielleicht ist ja der... Oh, ich dachte ganz kurz, wir haben von Anfang an schon was... Da ist ja der Ton wieder. Von Anfang an was Rotes dabei, aber ich meine was Goldenes dabei. Aber nein, hier habe ich eben beim letzten Mal, ich glaube 10 oder 20 Mal gedreht und habe 3 von diesen Wildfire-Teilchen bekommen. Zwar alle nur NFT, aber da ist jede jeweils 40 Coins wert. Hier haben wir jetzt... Ah ne, wirklich Plus haben wir nicht. Die Mecca, kommende Mecca Industries kann man doch auch, ja, die kann man putten. Oh Gott, ich muss laut leiser machen, das ist so krass. Eine Mecca Industries geht schon, die geht schon, komm. Also alles, was nach der einen Pistole kam im Backpack, ist dann unser Gewinn heute. Was nach dem, ne, ihr wisst schon. Da können wir dann später zusammenzählen. Einfach zusammenklicken und gucken, was passiert. Aha, die haue ich auf jeden Fall weg. Sodele, und wir machen direkt weiter. Ich könnte auch, wenn wir wollten, die Animation skippen. Dann geht's halt schneller. Ich mache das ja auch mal weg. Aber an sich ist es ja eigentlich ganz nett. Wenn es jetzt noch klackern würde, wäre es absolut insane. Aber so ist es halt ein bisschen dumm, dass es nicht vor sich hin klackert. Wir sind am Fallen. 138 von 160. Mal schauen, ob hier jetzt schon was Dickeres dabei ist. Na, 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 na. Auch wieder nur Schotter. So, weg damit. Und wieder rein. Also wir machen gerade jedes Mal so ungefähr 2,50 minus. Das ist schon mal im Vergleich zur Exploration nicht so edel, wobei wir da halt auch am Anfang direkt ein glückliches Händchen hatten und sofort ein Knife gezogen haben. Also ich habe, glaube ich, 20, 30 Mal gedreht und hatte dann ein Knife. Und ja, das hat natürlich dann einen riesen
riesen Plus gegeben. Wenn das nicht gekommen wäre, dann wären wir letztes Mal einfach nur broke gegangen. Aber gut, ich meine, das ist ja immer der Fall, ne? Wenn die großen Gewinne nicht kommen, dann gehst du natürlich broke. Logisch, logisch. Aber im Moment gehen wir wirklich steil runter. Oh, oh, oh. Leute, bis jetzt nicht wirklich ratsam, hier reinzugehen. Haben die uns damals nur angefixt? Ich weiß nicht, wie viel wir ausgegeben haben. Wir haben 120 eingenommen letztes Mal in dieser Case und haben, glaube ich, wenn es hochkommt, 50 ausgegeben, wenn es hochkommt. Aber im Moment lässt der Gewinn auf jeden Fall auf sich warten. Und zwar stark. Mal gucken, ob hier was Goldenes... Oh, Leute. Oh. Haben wir letztes Mal irgendwas anderes gemacht? Habe ich die Animation ausgehabt? Ich glaube nicht, ne? Da habe ich ganz oft... Also, da habe ich dreimal, bei wenigen Drehungen, dreimal die 1% geknackt. Aber heute ist es mir wohl nicht hold. Na, komm. Man sieht immer so viel Gold und dann kommt's doch nicht. Oh ja, ich denke, das wird ja echt ein kurzes Spiel wahrscheinlich. Wenn das so weitergeht, kommen wir hier nicht, also auf keinen Fall mit Plus raus. Uff. Ich denke, dann werde ich mit dem Restgeld noch eine Kleinigkeit irgendwas anderes machen. Also vielleicht noch in die Lucky Items mal wieder reingehen. Oder sogar in Lucky Progress, aber da habe ich ja bis jetzt, das war bis jetzt nicht so geil. Lucky Progress ist für mich das Ekelhafteste. Das hat am wenigsten auch Spaß gemacht einfach, weil es nicht so, guck mal da. Wir haben Plus gemacht. Mit der Night Heist. Ja, die holen wir raus. Achtung, es klimpert kurz ein bisschen. So, Dele. Die putten nochmal in Backpack. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich vorhin gemeint habe. Also alles, was nach dieser Mecha Industry kommt, ne? Das ist von letztem Mal, diese zwei. Also wir haben jetzt aktuell 11 Dollar rausgeholt und schon 50 reingesteckt. Ist schon echt ein Brocken. Ist schon ein kleiner, aber feiner Brocken. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Abwarten und Tee trinken, meine Damen und Herren. Ich würde es übrigens... Nee, mache ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich würde es so machen, dass wenn eine Wildfire kommt, dass ich dann vielleicht sogar verkaufe, um weiterzudrehen. Aber nein, unten war eine, oben war eine. Lecco mio. Wir wollen ja gucken, was rauskommt. Was wir hier rausholen können für 100. Natürlich schon mit Kleinkruscht auch wieder verkaufen oder weggeben, um weitermachen zu können. Aber overall holen wir große Sachen natürlich raus. Ich denke, wahrscheinlich sind diese 5 Teilchen hier... Oh mein Gott! Sind alle rausholbar hier, die ganzen Teilchen. Mann. Also jetzt muss langsam was kommen. Leute, noch 40 Dollar, dann sind wir weg. Vielleicht kommt hier der große Gewinn ja am Ende oder gar nicht. Kann auch sein. Oh, shit. Oh, Leute. Ich kann den Loose schon richtig schmecken. Es ist so wie die normalen Case Openings, die ich in CSGO manchmal, ganz, ganz selten mache. Da ist auch... Ich habe gar nichts gesagt. Es ist... 87! Du musst nur ein bisschen meckern, dann kommen sie direkt. Achso, du willst gewinnen. Pff, nimm. Nice. Sehr schön, okay. Hey, wir sind jetzt, lass mich kurz mit meinem ultraschlechten Mathekopf ein bisschen hin und her denken, gar nicht so deep down, oder? Guck, wir haben 100 Dollar und haben noch keine 100 ausgegeben. Das ist nach Adam Riese, meine ich, ein Plus. Okay. Gut. Aber natürlich ist es halt auch krepelig, ne? wenn man jetzt sagt, okay, klar, wenn man mit unendlich viel Geld hier reingehen würde, würde natürlich irgendwann Gewinn kommen. Wenn du unendlich oft drehst, kommen natürlich irgendwann die größten Gewinne. Aber da ist ja der Knackpunkt. Also man hat ja nicht, also sowieso nicht unendlich viel Geld und jetzt auch nicht, das wünscht ihr euch natürlich oder das lege ich euch ans Herz, auch nicht viel Geld zum Gamblen. Also Gamble ist wirklich... Wenn man das tatsächlich zum Zeitvertreib macht, dann sollte man eben so stabil dastehen, finanziell, dass es einen halt auch echt nicht juckt, wenn man dann dieses Geld auch wegschmeißt, mit dem man reingeht. Wenn das nicht der Fall ist, dann macht es nicht. Guckt mir hier zu, ich mache hier gemütlich meine Tests, ihr könnt auch vorschlagen, welche Kisten als nächstes kommen sollen und so weiter und so fort. Aber so overall kann ich euch das wirklich nicht empfehlen, mit Geld, das ihr noch braucht. Ich hoffe, von euch ist auch keiner so durchgepeitscht. Bestimmt nicht. Ich weiß es ja, dass ihr, also meine Bubbler-Community, so nicht ist. Aber an alle neuen Zuschauer, achtet bitte auf euer Geld, achtet auf euch. Wenn ihr, wie gesagt, den Gamble-Content cool findet, dann genießt ihn einfach kostenlos auf YouTube und Co. Aber geht da nicht selbst rein. Also was ich hier wieder rausblas an Geld, stellt euch vor, ich hätte nur 60 Dollar gehabt, die wären jetzt einfach weg. Und ich hätte jetzt vielleicht 11 oder sowas rausbekommen. Das war's. Also, ja. Übrigens sind wir gleich unten angekommen. Also, ich könnte jetzt natürlich alles putten. Dann würde ich ja zwangsläufig ins Plus kommen, oder? Oder denke ich gerade falsch? Ich glaube schon.
Also außer den Kack. Ich werde ab jetzt, ich hoffe, es kommt noch was, den Kram putten. Also alles andere, alles, was jetzt keine Groundwater ist. Und dann gucken, ob wir hier noch im Plus stehen. Oh, Groundwater schon wieder, Leute. Oh, das, jetzt kommt die letzte Drehung, ne? Die letzte Drehung. Da sollte was dabei sein für 3, 4, 5 Dollar. Sonst sind wir genau even raus. Na, komm. Na. Ach du Scheiße. Okay, das war's. Ich überspanne den Bogen. Ah ne, halt, muss ich gar nicht. Ich kann ja ziemlich genau rollen hier, ajo. Wobei sich der Roll wieder komplett hanebüchen anfühlt, ne? Weil du 90% bei einem, also, na, gucken wir mal. Vielleicht haben wir Glück, aber ich glaube eher nicht. Okay. Achtung, ich drehe nochmal. Dann sind wir, also, einmal kann man, wir sind noch, na komm, können wir schon mal. Aber dann schauen wir. Also, wir haben jetzt dann doch Minus gemacht, natürlich. Overall haben wir ein Minuschen gemacht. Von 1, 2, 3 Dollar. Gut. Was ist die wert? Was kann die? Oh, wir haben doch kein Minus gemacht. Wir haben jetzt 100 Dollar ausgegeben und haben Folgendes eingenommen. 1, 2, 3, 4, 103. Also, kurzes Fazit für zwischendrin oder zwischendurch. Wir haben bei dieser 1-Dollar-Case jetzt auch Plus gemacht. Aber ein deutlich geringeres als in der Exploration. Exploration waren um die 50 Dollar, hier waren es 3. Ich würde mich jetzt auch direkt hier rausziehen aus der Case, weil, ja, das, ich würde sagen, da haben wir jetzt genug reingeschisselt. Und ich könnte, wie ich vorhin angekündigt habe, mal bei den Lucky Items reingucken, ob wir uns hier vielleicht hochdödeln können. Also wir haben hier zum Beispiel eine Asimov, also die hat den direkten Wert von, ich habe es eben, 7 Dollar irgendwas, ne? Und jetzt kann ich mir halt hier einstellen, wie viel Luck ich haben möchte. Bei 50% wären es 3,57 Dollar. Bei 51% 3,64 Dollar. Was ist das Ding wert? Nochmal ganz kurz gucken. 7,14 Dollar. Bei 51% denkt man easy, aber nein. Ist es nicht. Trotzdem mache ich jetzt erstmal die 25%, danach die 50 und dann die 51. Und wir gucken, ob uns da irgendwas vorangebracht hat. Und wir möglicherweise... Oh, schade, das war schon direkt ein bisschen knapp, Alter. Ja, geil, das hätte ich direkt ekelhaft. Alter, 50, Achtung. Was ist das höchste? 75, okay. Und selbst da kann das natürlich sehr gut sein, dass du daneben greifst, ne? Und dann fast das ganze Ding bezahlt hast und dann... Oh, Schissel. 51%, Achtung. Oder komm, weil wir es sind, machen wir 53. Alle guten Dinge sind 53. Jetzt gucken wir mal. Aber wir haben jetzt schon... Oh! Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt schon mehr ausgegeben, als das Ding wert ist. Ich nehme die trotzdem, obwohl es irgendwie Quatsch ist. Wo waren wir? Wir waren fast bei 60, ne? Wir haben jetzt 10 ausgegeben und 7 noch was zurückbekommen. Also das ist auch eher Verlustgeschäft. Natürlich sagen jetzt vielleicht die ein oder anderen, ja, aber du kannst jetzt ja einfach immer auf 51% gehen. Kann ich, aber es wird uns nicht viel bringen, weil selbst da halt gerne mal was daneben geht. Zum Beispiel jetzt hier bei der Fetten gehen wir auf 51%, 53 meine ich. Und ich prophezeie euch, dass das wahrscheinlich eher nicht so gut laufen wird für uns. Aber ich meine, ich kann mich auch irren, aber nein. Nein, ich irre mich nicht. Und die kleinen Kackgewinne bleiben natürlich gleich. Die steigen ja nicht irgendwie mit von wegen, je mehr man zahlt, desto größer sind dann auch die kleinen Kackgewinne. Nee. Ich mache noch 55. Und gehe dann nochmal ein anderes Teil rein. Ich gehe dann in was Großes rein und mach mal wieder den 1% Peak. Okay. Da haben wir das Ding bekommen. 9,60 Dollar. Wir haben aber über 10 Dollar ausgegeben. Auch wieder Air Crapple, die Bab. Da kam noch was mit. Das nehmen wir natürlich nicht und das Ding auch nicht. Habe ich jetzt geputtet, ich Dödel. Und die Disziplin. Nee, halt. Doch, wir sind ja fertig. Wir sind ja mit unserer Feststellung fertig, wie der Vergleich war. 1 Dollar Case, 1 Dollar Exploration. Das heißt, die kann ich auch verkaufen. Also die haue ich jetzt nicht raus in einem Giveaway. Die anderen Sachen sind alle ganz gut, würde ich sagen. Aber die haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und die kriegen wir auch hier öfter noch auf jeden Fall ran. Von daher machen wir uns da keinen Kopf. So, Lucky Items. Wir könnten... Ja gut, wenn die Sachen zu groß werden, wir haben nicht mehr so viel Geld, wenn die Sachen zu groß werden, da ist selbst 1% oder 5% recht teuer, aber mit den 4 kann man schon reingehen. Also wir gehen jetzt mit 5% rein. Das sind 4% mehr als vorhin bei der Case, ne, mit den AWPs.
Das lassen wir direkt. Das lassen wir directly. Was ist das günstigste Knife, dass man das... Ist es das? War das nicht das gerade eben? Man kann hier nach... Hier, ja, okay. Schade. Oder wir streben direkt die ganz großen Kracher an. Aber 14 ist natürlich... Also bei unserer Geldmenge ist es gerade sehr schmal. Weil das Video noch einen Ticken länger gehen sollte. Ich gucke halt jetzt direkt spezifisch für die Giveaways, was halt nice ist, ne? Also, die haben wir letztens rausgehauen. Die haben wir gerade gestern rausgehauen. Oder obwohl, was für ein Tag ist denn für euch jetzt? Die haben wir halt am Freitag rausgehauen. Die haben wir letzte Woche rausgehauen. Die haben wir schon ein paar Mal geklatscht. Ich glaube, die gefällt euch nicht so gut. Eine Nightmare ist was Cooles. Eine Nightmare ist nice. Da gehen wir jetzt mal direkt auf 53% und gucken, was passiert. Wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn das gönnen würde, weil halt, ja, die Penunzen leer laufen, aber es könnte nicht. Ah, Schissel. Geh ich jetzt nochmal höher? Soll ich jetzt echt nochmal höher gehen auf 55? Ich mach's. Aber wenn das nichts wird, ich gehe direkt raus. Wenn das nicht hinhaut, dann renne ich. Dann renne ich weiter. Oh ja, es wird nichts. Oh Gottes Willen. Eigentlich genauso wie eben. Absoluter Crap-Roll. Also die kommt halt sehr gut bei euch an. Ich denke auch NFT kommt die noch ganz gut an. Eine Empress gibt es übrigens auch bald im Livestream. Livestreams gibt es übrigens jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da gibt es immer diese Giveaways. Ha, Player 2 ist auch geil. Aber... Wir müssen uns vom Geld her zurückhalten. Sorry, Leute. Ich gehe jetzt auf die 51%, die ich vorhin angesprochen habe. Und wir gucken, was abgeht. Player 2, komm raus. Komm raus, wo immer du auch steckst. Oh, shit, Leute. Die Gönnung ist abgeblasen, aber hart. Aber da wacht natürlich der Gambler mir auf und sagt, naja, also wenn du es nochmal machst, ist es wahrscheinlich ein Win. Aber ich glaube doch irgendwie. Nee, es ist ein Win. Ich mach die Augen zu, es ist ein Win. Sag ich doch. Geil, Gold. Ich freue mich schon, wenn ich die Augen aufmache, dass es ein Win ist. Du musst einfach nur die Augen zumachen. Dann geht das eben. Putten wir auch in Backpack. So, oder? Ich meine, gut, in FT, aber die ist trotzdem nice, oder? Ich meine, man freut sich. In einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. So. Und was können wir noch rausziehen, Leute? Was können wir noch direkt rausziehen? Wir machen natürlich jetzt auch noch für die ganzen Coolen, die sagen, ja, aber du musst schon einen FN holen. Machen wir einen 5% Roll. Ich sag immer 1%, weiß ich warum. Bin ein bisschen durchgepeitscht. What the fuck? Es geht doch, Leute. Es geht doch. Schön, das war gut gelaufen. Wir brauchen unser ganzes Geld auf und dann zählen wir nochmal zusammen, wie viel wir jetzt haben. Wie viel wir rausgeholt haben heute generell im Video. Also das, Leute, das war wirklich Schnuckiputz. Das war ein richtiger Schnuckiputz. Okay, wir haben jetzt noch 8 Dollar. Lass mich kurz überlegen, was mache ich? Wir könnten wieder in die Exploration rein, weil die uns immerhin so ein bisschen über Wasser gehalten hat, dass wir einfach noch ein bisschen reingambeln können. Und ich denke, das mache ich jetzt auch. Aber das ist jetzt doch, das war nice. Also das war richtig. Ich mache noch eine Sache auf 5% und wir gucken, was da so passiert. Aber es darf halt so gut wie gar nichts kosten, damit wir noch ein bisschen in die Dinge zumindest einmal rein. Komm, da können wir schon 1 Dollar voll machen. So, 11%. Denkt dran, ihr müsst die Augen schließen. Und dann... Das war ziemlich knapp. Gut. Secret Exploration. Es gibt sogar die kleine Kickige. Aber die war, glaube ich, richtig kacke, ne? Ich glaube, die hat uns überhaupt... Hallo? Ah ja. Die hat uns, glaube ich, überhaupt nichts gebracht. Ich mache eins auf. Wenn es keine Groundwater ist, bleibe ich hier. Okay, tschüss. Shit. Und ab in die 1 Dollar. So, hier pressen wir jetzt nochmal ordentlich rein. Also 1,5 Mal oder so. Oh, shit. Okay. Wir können nochmal. Nee, können wir nicht. Ja, shit. Muss ich von Hand aufmachen? Das ist jetzt scheiße. Das ist richtig scheiße, aber von Hand kriege ich nie was. Da habe ich immer Groundwater. Achtung. 2 von 4. Okay, ich habe scheinbar gelogen. Alles klar. Na gut, da können wir noch 2 aufmachen. Ich mache die mittlere. Komm, Augen auf. Achtung. Oh Gott. Und die ganz rechts. Shit. Schade. Da können wir das Restgeld noch in die Shearing the Wolf Case reinhauen. Wo ist sie? Gibt's sie noch? Ja, ne? Da ist sie doch. 52 Cent. Hiya, bin er, meine Damen und Herren. Das gibt man natürlich. Wie soll das anderes sein? Denn Stocher hier, den Zahnstocher. Auf, komm.
Mach Gold, ich hab die Augen wieder zu, ich mach's ja. Also jetzt flippe ich aber gleich komplett aus, mein Freund. Wir können aber nochmal rein. Sehr schön. Das habe ich ganz vergessen gehabt, dass es hier gar keine Groundwater gibt. Habe ich hier immer einen Gewinn von 35 oder sowas? Minimum. Das ist dann natürlich. Ich glaube nicht. Die Quarz können, glaube ich, hier. Oh, 21. Fuck. Warte, habe ich nicht noch irgendein kleines Kackding aufgehoben? Nee, habe ich nicht. Shit. Schade, schade, Leute. Ich werde die gleich noch weghauen und noch ein bisschen in Shearing the Wolf gehen, aber wir wollen jetzt Folgendes gucken. Wir sind heute mit 160 rein und haben erspielt. 167. Tatsächlich Plus. Das hat sich überhaupt nicht wie Plus angefühlt. Gar nicht. Ja, ich verkaufe die jetzt. Die verkaufe ich. In Hoffnung auf bessere Zeiten. Und dann mache ich noch ganz kurz die 3 Dollar noch was oder 4 Dollar, dass ich jetzt nochmal hier in die Shearing the Wolf reingehe. Ich kann es so ein bisschen schmecken. Es liegt Win in der Luft. Könnt ihr das schmecken? Da liegt ein Win in der Luft. Pass auf. Dankeschön für das Tiger Tooth. Ich möchte mich vor allem bei meinen Zuschauern bedanken, bei meinen Großeltern, bei meinen Eltern, Freunden, Bekannten, bei meiner Katze vor allem. Und ja, scheiße. Mann, was soll das? Wo ist dies? Okay, warte mal. Ja, können doch mal alle aufmachen. Ach Gott, wir haben's doch. Leute, wir haben's doch. Pinge. Get it on. Gib mir die goldenen ein goldenes Kamuffel. 262. Also wenn das nicht ein Wink mit dem Zaunpfahl ist. Ein Zaunpfahl, der sich hier komplett in meinen Kopf reinarbeitet. Auf. Ich zieh zumindest das hier hoch. Aber das auch noch. Das auch noch alle Knives. Ich nehme nur Knives. Ich flippe aus, scheiße. Gut, wir haben leider nicht mehr so viele Fundierungen übrig, um reinzuschisseln. Hallo, Markierung aufheben, bitte, danke. Das machen wir jetzt bis zum bitteren Ende. Wenn es gar nicht mehr geht, dann haben wir halt verschissen. Dann haben wir trotzdem. Nee, dann haben wir unser Plus raus. Dann haben wir unser Plus, glaube ich, verschissen, ne? Dann habe ich unser Plus komplett zunichte gemacht. Naja, egal. Dann, also plus minus. Ich habe jetzt halt nochmal reingeschissen. Auch ein ganz großer Fehler beim Gambling, ne? Wenn man dann schon mal ein bisschen, auch wenn es nur ein bisschen Plus ist, wenn man Plus hat, dann lieber damit rausgehen und das mitnehmen. Als dass man sagt, ich baller jetzt noch rein und verkack dann den Rest noch oder mein Überschuss und gehe mit der gleichen Menge an Geld raus, was aber immer noch besser ist, als Minus zu machen. Komm, ein goldenes. Oh mein Gott! Okay. Um euch ein gutes Vorbild zu sein, putte ich das Ding in den Backpack und bin noch im Plus, ne? Oder? 165. Ach, aber wisst ihr was? Nee, das macht den Bock gar nicht fett, das Ding. Wir sind trotzdem im Plus, auch ohne den verkackten Revolver. Da ist er süchtig. Ich mache jetzt einfach noch. Ja, also nicht. Wir wollen keine Revolver behalten, ne? Es kommt jetzt noch ein Knife oder ich flippe aus. So. Auf jetzt. Also bei 3 Kisten. Wie das eben schon aussah beim Rüberlaufen. Das war so knifig. Es hat schon richtig metallisch gerochen. Habt ihr das gerochen? Ja. Wo ist die Knifigkeit? Wo ist sie hin? Gut, einfaches Kisten öffnen. Weiter geht's. Oh, komm. Ein kleines Knifflchen wird doch noch gehen. Zero Skins, ich bitte euch. Da kann man doch mal so eine kleine, aber feine. Ah! Gib mir wenigstens die. Ja, na, also, ich glaube, die sind ein bisschen was. 24. Fuck. Aber egal, wir können nochmal. Alles gut. Oh, shit. Es fehlt so, dass da kein Geklapper ist. Weiter. Kredl, wie hast du es geschafft, hier zu gewinnen? Wie hast du das Knife gekriegt? Naja. Gut, Leute. Das war es dann soweit von meiner Seite mit dem Gambling. Ich gehe dann wieder in den Backpack und ans Auszahlen. Vielleicht auch später wieder ohne Webcam. Je nachdem, wann ich freigeschaltet werde. Also bis gleich. So, und jetzt geht's an die Auszahlung. Ich bin freigeschaltet und nehme Folgendes. Ich klicke einfach auf die Sachen drauf, die ich auszahlen will. Und drücke danach hier unten auf Withdraw. So macht ihr es auch, wenn ihr auszahlen wollt. Dann kommt hier rechts dieses Fensterchen. Es klappt. Und huch, da müssen wir noch nachgucken. Das ist aber meistens kein Problem. Das kommt dann recht schnell nach. Achtung, ich gehe rüber auf meinen Account. Jetzt drücke ich einmal F5. Drücke nochmal F5. Aha, da sind schon mal die 2 Trades. Einmal die Wasteland Rebel. Sodele. Zack. Und danach noch die Bullet Rain. Letztes Mal hat es auch etwas länger gedauert, glaube ich, bei dem Trade. Oder ging der durch? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Was war denn das letzte Mal die Sache, die gehangen hat? Ich gucke ganz kurz. Incoming Offers. Ah nee, das kam direkt. Das war der letzte Trade. Das kam sofort. Aber hier unten
war dann, ich glaube beim vorletzten Mal oder sowas, war die in Living Color irgendwie länger gedauert. Ja, hier sieht man es, ne? Also das kam hier um die Uhrzeit und die kam dann keine ganze Stunde später an. Das wisst ihr vielleicht noch, dass ich da halt gesagt habe, ah, ich zeig's vielleicht im Video oder auch nicht und ja. Ich drücke einfach nochmal F5, es kann sein, dass es jetzt schon nachgekommen ist, beziehungsweise schaue ganz kurz nochmal hier drüben rein. Also wenn ihr im Backpack seid und F5 drückt, dann ist alles weg, was ihr getradet habt, bis auf die Sache, die ihr eben noch braucht, ne? Also das hier wird in den nächsten 24 Stunden dann rübergeschickt. Sie müssen halt dann irgendwie noch einen Bot suchen oder einen Account suchen, wo die drauf liegt. Aber ja, bis jetzt hat das immer geklappt. Ach, guck mal da. Okay, jetzt ist sie, glaube ich, doch da, jo. Oder ist es zu viel? Ja, okay, da ist sie, alles klar. Hier sieht man, dass es, naja, 2 Minuten später kam. Okay, das ist ja noch hinnehmbar. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Das, glaube ich, am Dienstag kommt oder vielleicht schon am Montag, mal schauen. Und ja, der nächste Livestream ist ja auch wieder am Dienstag am Start. Also ab 18 Uhr sehen wir uns dann auch wieder live. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.